Hallo, in diesem Video nur ein kleiner Trick für all diejenigen, die den Explorer lieber direkt auf meinen Computer oder beziehungsweise auf den entsprechenden Laufwerken starten lassen wollen. Wenn wir normalerweise den Explorer in Windows 7 starten, dann starten wir in den Bibliotheken. So, hier unten sind aber unsere Laufwerke und für diejenigen, die in der Regel dann dort durchnavigieren, da kann es sinnvoller sein, das Ganze direkt hier starten zu lassen. Wenn wir das entsprechend abändern wollen, brauchen wir nur eine entsprechende Einstellung. Die habe ich jetzt hier reinkopiert. Die werden Sie am Ende in den Kommentaren finden, beziehungsweise in der Beschreibung zum Video. Das Ganze wird einfach nur kopiert, dann über die Eigenschaften des Explorers hinter den Zielpfad, der standardmäßig WinDir und dann Backslash Explorer.exe lautet, einfach den entsprechenden Pfad dahinter setzen, schauen, dass da mindestens ein Leerzeichen zwischen ist, übernehmen. Okay. Und das war's. Und jetzt fange ich hier schon direkt an mit meinen Festplatten. So, standardmäßig haben wir den Explorer hier. Wenn wir den Explorer noch irgendwo anders haben, zum Beispiel hier über Zubehör, dann eben hier prüfen, ob wir das hier ebenfalls noch angeben müssen. Denn hier fehlt es zurzeit auch noch. Okay,